der Regionalliga West ging es für den FC Dornbirn wieder um wichtige Punkte im Kampf um den Abstieg. Zu Gast auf der Birkenwiese waren die Wacker Innsbruck Amateure. Und die Gäste kamen in der 9. Spielminute zur ersten guten Möglichkeit. Schöne Auflage auf Rieder, der mit dem Schuss, Durakovic aber sicher im Kasten der Dornbirner. 5 Minuten später dann die Hausherren zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor. Honeck im Strafraum am Ball, legt auf für Kirchmann, der Schuss aber abgeblockt. Kurz darauf Domik mit einem Freistoß von rechts. Der Ball perfekt angetragen, trifft allerdings nur die Querlatte. Immer noch 0:0, Pech also für Dornbirn. Weiter geht's in der 33. Minute, die Dornbirner wieder im Angriff. Wenig Platz, aber plötzlich steht Jasa ungehindert zum Schuss bereit. Der landet aber direkt in den Händen von Goli Weißkopf. Nächste gute Möglichkeit vertan. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann der Keeper, der Dornbirner, wieder im Mittelpunkt. Guter Freistoß von Innsbruck, aber Durakovic lenkt den Ball ins Aus, somit 0:0 der Pausenstand. Nach der Pause wieder Freistoß für Innsbruck, wieder gut angetragen, dieses Mal aber knapp drüber. Die Dornbirner übernahmen dann das Ruder. Honeck auf der rechten Seite, lange am Ball und dann der Pass auf Kirchmann. Der flankt zur Mitte, Karatay mit dem Kopf, aber vorbei am Tor. Die Heimmannschaft kam nun zu einigen guten Möglichkeiten. Nach einem Schussversuch kommt Ali Babic etwas überraschend an den Ball. Der Abschluss nicht ideal und kein Problem für den Innsbrucker Tormann. Etwas Glück dann auf der anderen Seite. Durakovic mit einem Ausflug. Gerade noch kann der Dornbirner Goalie aber Schlimmeres verhindern. Es geht in die 76. Minute. Ali Babic zieht mit dem Ball in den Strafraum. Gruber bringt ihn zu Fall und es folgt der Pfiff. Der Schiedsrichter entscheidet etwas überraschend auf Elfmeter. Kirchmann tritt dann an den Punkt, der Schuss aber zu zentral und genau auf Goli Weißkopf. Man könnte es fast ausgleichende Gerechtigkeit nennen. Aber die Dornbirner wollten das Tor. Schöne Auflage auf Kühne und der flankt perfekt zur Mitte. Wieder ist es aber Karatay, der das Leder mit dem Kopf nur über das Tor setzt. In den letzten 10 Minuten des Spiels dann nochmals die Gäste. Leichte Unsicherheit in der sonst gut spielenden Abwehr der Dornbirner. Gredler mit Anlauf, aber ins Tor aus abgefälscht. Gredler dann gleich darauf wieder mit einem Hammer, Durakovic aber wieder gut zur Stelle. Und nach einem Eckball der Innsbrucker kam dann Gredler zum dritten, wieder kommt er in aussichtsreicher Position an den Ball, aber wieder nur knapp daneben. Bereits in der Nachspielzeit hatten die Dornbirner den Sieg aber noch am Fuß. Ali Babic startet richtig, geht alleine aufs Tor, aber wieder ist der Keeper zur Stelle und somit blieb es beim torlosen 0:0 im Spiel FC Dornbirn gegen die Wacker Innsbruck Amateure. Es war zwar eine sehr matte Partie, eine dünne Partie von uns, trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit, ich würde sagen, inklusive Elfmeter, 3-4 Hunderter, zweimal Karatay, Ali Babic. Also genügend klare Chancen, trotz sehr, sehr mäßiger Leistung. Und es ist wirklich ein enttäuschendes Ergebnis. Ja. Wir haben gute Chancen gehabt, vor allem zweite Halbzeit auch mit dem Elfmeter. Und ja, hinten haben wir nicht allzu viel zu erlauben. Zwar die Chance haben sie auch gehabt, aber ich glaube, schlussendlich haben wir die bessere Chance gehabt. Wir hatten genug Chancen gehabt, Elfer und genug andere Chancen. Also Sieg hätten wir es schon verdient heute. Aber ja, wenn hinter drin bist, dann läuft es einfach nicht. Wir haben sehr gute Jugendarbeit und wir schauen jetzt, dass wir in nächster Zeit auf jeden Fall da ein Projekt auf die Beine stellen, dass in Zukunft wieder Spieler vom FC Dornbirn, also die den Stammverein FC Dornbirn haben, in der ersten Mannschaft verwenden können. Es wäre schön, wenn uns das gelingt, aber wir werden in der nächsten Saison sicher schon diesen Weg gehen und schauen, was wir da erstellen können.